Moin Moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal zur nächsten Folge von Anno 1800. Und da wir ja gestern den Cognac angebaut haben, beziehungsweise vorgestern, sorry, produziert haben übrigens, nicht angebaut, ist er mittlerweile da und wir haben alles, was wir brauchen, um die Wolkenkratze erneut zu erhöhen. Und das machen wir auch direkt mal. Wir bringen die mal auf Stufe 4, die großen. Wir machen natürlich zuerst die großen fertig und danach die kleinen, damit wir den Panorama-Effekt nicht stören. Ups. So. Weil sonst würden wir den großen ja diesen ausgezeichneten Bonus wegnehmen, dann kämen die auf, keine Ahnung, eins weniger. Und die hätten nicht mehr genug Leute, damit wir was hochziehen dürfen. Und deswegen gehen wir da schnell dran. So, okay. Was kommt als nächstes? Schreibmaschinen. Das ist ganz gut, weil wir brauchen auch bei den Ingenieuren Schreibmaschinen. Hier gibt es 213 Münzen, hier gibt es 260 Münzen. Es gibt also schön viele Taler wieder. Und man sieht ja, wir sind mittlerweile durch die Wolkenkratzer so gewaltig im Plus gelandet. Sehr, sehr schön. Und jetzt ziehen ja wieder mehr Investoren ein. Ich glaube, pro Haus, ja, knapp 25. Also sehr, sehr schön. Okay, gut. Wie gesagt, Schreibmaschinen, was kommt noch? Billardtische. Das gucken wir uns beides mal an. Die Schreibmaschinen gleich genauer, deswegen gucken wir uns zuerst die Billardtische an. Kirschbaumholz, okay, das hätte ich mir denken können. Pilzfabrik, also Packerfarm, Baum. Oh, das ist alles neue Welt hier, ne? Bauen wir in der neuen Welt. Ja, das müssen wir alles in der neuen Welt machen. Dann machen wir dann quasi eine Insel dafür. Und Ethanol auch in der neuen Welt rein, theoretisch, aber wir haben ja momentan genug Sektproduktion, beziehungsweise produzieren wir durch die Sektproduktion auch genug Ethanol. Ja, das ist schön. Und dementsprechend werden wir damit gleich anfangen, beziehungsweise erstmal mit den Schreibmaschinen anfangen und die Billardtische machen wir wahrscheinlich nächstes oder übernächstes Mal. Ich glaube, ein paar Sachen kommen noch dazwischen, wie Taschenuhren und sowas, glaube ich noch. Die gehen so langsam aus, aber da kümmern wir uns nicht jetzt drum, wir machen jetzt erstmal die Fragezeichen hier, das ist eine Umfrage. Die habe ich letztes Mal vergessen. Wie nehmen Sie unsere Marke wahr? Wie soll ich sagen, sie ist sehr schick und vornehm, aber auch irgendwie einschüchternd und teuer. Ich komme mir in diesen noblen Einkaufspassagen manchmal fehl am Platz davor. Okay. Welche Produkte würden Sie gerne in unseren Geschäften sehen? Das ist aber vage. Naja, ich bin in einer Wohnung in einem Wolkenkratzer gezogen. Die Aussicht ist ja ganz nett, aber die Einrichtung sieht überall gleich aus. Okay. Wie könnte man Ihre derzeitige Situation verbessern? Jetzt gerade mit einem Drink. Entschuldigung, ich arbeite in einem Büro und da hocken wir gerade auf engstem Raum. Es gibt überhaupt keine Privatsphäre. Und dann muss man sich den Platz schön saufen, oder was? Anspruchsvoller Nervensägen in dieser Umfrage. Wie Sie die jeden Tag ertragen, ist mir ein Rätsel. Überfliegen wir die Ergebnisse und suchen uns unseren Kassenschlager aus. Okay. Okay, also die überfliegen jetzt gerade die Ergebnisse, das dauert dann, oder was? Okay, also warten wir noch, okay. Ich dachte, das kommt jetzt. Oder es war vielleicht auch so eine Art, nee, Einführung für die Einkaufspassage. Ich weiß nicht, ob die von Anfang an da waren, diese Umfrageteilnehmer. Bevor wir quasi unsere ersten Lampen gemacht haben. Ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht. Oder ob das gerade jetzt, ob der die gerade auswertet und wieder demnächst etwas Neues bauen können. Wir warten einfach mal ab. Wir kümmern uns erstmal um die Schreibmaschinen jetzt. Hier ist ja alles soweit in Ordnung gewesen, ne? Ja, genau. Okay, gut. Dann würde ich sagen, fangen wir mit den Schreibmaschinen wie gesagt an. Stahl klammern wir aus. Wir haben hier oben den Bereich komplett ausgebaut. Wir haben eh keinen Platz mehr. Und als nächstes kommen die Items und da bin ich gerade am Forschen dran. Genau, die Bechamelbirne kommt gerade. Und er hier, Bekoniner Freigeist, war glaube ich auch dafür. Und Feras Alzarami, also die drei. Wenn die da fertig sind, die drei Items, dann werden wir die reinsetzen. Und dann passt das auch mit der Stahlproduktion wieder, weil wir müssten jetzt bald ein bisschen Minus haben. Weil alleine diese Produktion, die jetzt reinkommt, verbraucht wieder Stahl. Und ich glaube, wir waren mittlerweile schon länger im Minus. Ja, ein bisschen, ne? 8 pro Minute. Ist nicht schlimm. Die laufen dann alle nicht bei 100% jetzt gleich, sondern bei 90% als Beispiel. Aber wenn die Items drin sind, passt das wieder. Messing, wir gucken direkt mal rein. Messing ist im Plus. Eventuell müssen wir, nachdem wir die Produktion reingesetzt haben, noch was drin machen. Und Quarz, das brauchen wir, können wir ausklammern. Da haben wir genug. Wir importieren Quarz. Hier sehen wir es schon direkt. Hier kommt Harz. Okay. Und Ethanol haben wir, wie gesagt, eh schon drin. Okay. Das heißt, wir gucken erstmal, wie oft wollen wir das machen. 15 Sekunden. Ist relativ fix. Wir möchten aber nicht nächste Folge wieder ran müssen bei den Schreibmaschinen. Also bauen wir gleich mal 2 Stück. Schön, dass die so klein sind. Ja, ist also wirklich jetzt langsam durch hier der Platz, ne? Wir bauen Strom. Schaffen wir das? Ja. Ja, der Platz ist dann auch wirklich durch. Wir müssen bald neue Inseln nehmen. Das war ja extra hier unten, weil das so ein abgeranztes Gebiet ist.
Wir wussten von vornherein, dass wir nicht viel hinbekommen. Von daher nicht schlimm. Okay, eventuell kriegt man hier noch eine hin. Zukunft da. Ja, das passt noch. Da muss man halt das Lagerhaus eins höher setzen. So. Nein! Tobi! Ist ja nicht schlimm, wir kriegen die Sachen ja wieder, ne? Und dann müsste man eigentlich... Ja, seht mal. Passt. Also wir kriegen da noch eine Fabrik hin. Und dann brauchen wir natürlich noch ein Lagerhaus hier. Und ich sehe gerade, der Platz hier links, der müsste sich eigentlich für eine Feuerwehr... Ja, da passt der Feuerwehr ganz gut rein. Das sitzt und passt und hat Luft. Okay, gut, jetzt gucken wir direkt mal rein, was brauchen wir als nächstes. Und zwar kommen jetzt die Farben und Lacke. Wir gehen auch von unten nach oben durch, wobei, das haben wir eh schon. Wir brauchen insgesamt bei 15 Sekunden brauchen wir 2x30 pro. Also, 2x30, also 4 Stück. Wir werden dafür jetzt keine eigene Handelskammer setzen. Ihr seht es ja, wir haben kaum noch Platz. Hier kommt noch einmal eine Handelskammer für die Phonographenfabrik rein. Weil wir da so schön erweitern können. Und haben wir alles auf dieser Insel hier erstmal. Und diese ganzen Spezialsachen, da werden wir bald eine neue Insel nehmen und die dann ein bisschen großräumiger dort anlegen. Aber jetzt erstmal machen wir das so. Okay, also viermal. Kann man das vielleicht auch geben? Dieser Bildschirm ist so groß, ne? Das nervt mich ein bisschen. Sind die quadratisch? Natürlich. Okay. So, zwei. Dieser Bildschirm ist echt so groß, Mann. So, geh weg. Und die Straße. Ups. Gut, okay. Das sieht offenbar gut aus. Lagerhaus haben wir. Sollten wir eventuell trotzdem noch eins dran bauen. Irgendwo. So. Und damit wir das nicht vergessen, was ich gerade sagte mit der Handelskammer, machen wir hier schon mal den Bereich dafür so halbwegs frei. Machen wir das hier hin. Dann können wir gleich hier oben noch die Kirschbaumhölzer setzen. Nicht die Kirschbaum, die Harzgeschichte, sorry. So. Weil wir müssen jetzt eh gleich hier ein bisschen dran gehen. Die Forsthütten müssen weg. Zumal wir eh genug Holzhütten mittlerweile haben, beziehungsweise auch einen Holzimport eingestellt haben. Hier sieht man es direkt. Von daher ist das nicht so schlimm. Den Bereich klammern wir aus. Wie gesagt, Phonographen. Und dann gehen wir jetzt direkt dran und gucken, dass wir die Harzgeschichte hinbekommen. Oh Gott, ist das nervig. So, eins. Nee, falsch. Siehst du? Eins, zwei, drei. Na, nerven wir hier vorne? Ein bisschen, ne? Müsste aber eigentlich gehen. So. Und die Baumschulen, die haben eine ganz positive und sehr angenehme Eigenschaft, dass die... Wir gucken gleich mal. Waren jetzt übrigens 5, ne? Achso, die Handelskammer habe ich mitgebaut. Entschuldigung. So. Ach, jetzt baue ich sie wieder hin. Als Blaupause natürlich. Mensch. So. Die Blaupause, die haben eine schöne Eigenschaft. Und zwar kommen die... Guck mal, wie weit die kommen. So angenehm. Man braucht also nicht zwingend da neue Lagerhäuser hinbauen. Die gehen einfach zu den Bereichen, wo sie eh rein theoretisch Platz haben. Machen wir das hier eins größer und dann ist okay. Hier oben sind ja auch 3, 4, 5 Stück. Von daher alles in Ordnung. Okay, also die Lacke können gleich gemacht werden, die Farbe und Lacke. Und danach haben wir alles schon, ne? Oder? Ich glaube. Fertig, 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 fertig. Genau. Gut, dann gucken wir einmal kurz rein, wie viel Ethanol wir rein theoretisch verbrauchen gerade. Wahrscheinlich 8, ne? Ne, 5? Achso, ne, doch, 8, ja. 8, hier passt alles. Okay, also wir können in Zukunft sogar rein theoretisch mit dem Ethanol, was wir hier haben, sogar noch die Billardtische hinbekommen. Sogar mehr. Die brauchen ja nur, brauchen ja weniger, weil wir ja nur eine Produktion pro Minute haben. Dementsprechend brauchen wir nur ein Cognac, ach, ein Cognac, ein Ethanol pro Minute. Gut, okay, das sitzt also. Dann schauen wir gerade mal rüber, ob alles soweit in Ordnung ist. Weil ich weiß, dass wir die ersten Probleme bald bekommen. Gucken gerade mal. Und zwar, gut, Bier. Das bei uns kriegen die ja schon seit langem kein Bier mehr. Ist ja nichts Neues. Rum, okay. Ach, die wollen ja... Stimmt, die Ingenieure trinken, die saufen ja auch rum, oder? Ja, siehst du? Daher kommt der erhöhte Rumverbrauch. Das heißt, unten bei unserer gelehrten Stadt kommt auch kein Rum mehr an. Weil die ja zuerst hier hin liefern und dann da unten hin. Wie groß wäre denn der Rumverbrauch? Das würde mich mal gerade mal interessieren. Holla die Waldfee. Holla die Waldfee.
Können wir Rom importieren, auch wenn das sauteuer wäre? Einfach nur mal gerade zum als Test. Das geht. Tauschverhältnis 1 zu 4. Nur mal so Interesse halber. Okay. Gut, was brauchen wir noch? Was geht auch noch leer so langsam? Taschenuhren haben wir eben schon gesagt. Da können wir im Prinzip gleich rangehen. Kekse. Warum nehmen die Kekse denn ab? Das kann doch gar nicht sein. Warte mal, wir produzieren doch hier die Kekse. Auf Hilmend. Produktion, sorry. So, 8. Und jetzt klammern wir gleich mal der Dingsbums ein. 8 zu 3, warum nehmen die denn ab? Können die nicht produzieren? Weil Talg fehlt. Ah, okay, alles klar. Gut. Haben wir unser Schiffchen irgendwo schon? Nee. Hier keins gerade vor der Insel? Dann fahrt mal hin. Weil wir haben mittlerweile auch die Items ready für den Talg. Nämlich die beiden hier für den Metzger. Die Chantelle und den Fleischermeister. Und dann packen wir dann gleich das rein. Und dann funktioniert das auch wieder. Und alles ist dufte. Okay, gut. Dann gucken wir uns gerade mal die Taschenuhren an. Warum wir da zu wenig haben. So, die Uhren sind hier unten. Und die funktionieren momentan noch mit Goldschmelze. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal hin und gucken, ob wir alles genug haben. Ob wir einfach dran gehen können und erweitern können. Und zwar Glas. Glas haben wir aber genug, das weiß ich. Da produzieren wir mittlerweile viel zu viel. Was aber auch nicht schlimm ist. Kohle und Gold. Kohle, ja, geht. Das hält sich so langsam im Gleichgewicht noch. Und Gold haben wir erst recht zu viel. Also gehen wir jetzt einfach mal hier hin. Und werden, müssen wir mal gucken, wo ist der Bereich? Hier war noch die Geschichte fürs Kraftwerk. Das machen wir ein bisschen anders mittlerweile. Die Schiene führen wir einfach hier so rum. Es ging ja noch darum, dass wir mit den Schienen auch noch hier, ups, hier links oben ankommen. Deswegen war die ein bisschen versetzt da drin. Okay, also das passt. Okay, dann gucken wir mal, dass wir jetzt die schön vernünftig hinbekommen. Die müssten rein theoretisch nicht in den Handelskammerbereich. Können auch hier vorne stehen. Es ist nur wichtig, dass die Strom bekommen. So. Und dann können wir nämlich jetzt dort schon mal 1, 2, 3. Passt das? Ah, könnte eng werden, oder? Was meint ihr? Klappt das? Nee, oder? Ich glaube, wir müssen eins tiefer. Geht aber nicht. Och, Mensch. So klappt es auf jeden Fall. Gut. Da können wir sogar noch eins freilassen. Gehe ich mal ganz stark von aus, weil wir brauchen ja auch die Straße für den Strom. Und dann passt das so. Okay, dann müssen wir natürlich auch drei Goldschmieden dabei bauen. Und die setzen wir... Wir gucken gleich mal nach, ob wir die wirklich auf Dauer noch brauchen. Ich weiß es wirklich nicht. Ich rede mir seit mehreren Folgen ein, dass wir die Goldschmelze komplett ignorieren können. Wir gucken mal eben. Uhrenwerkstatt. Items. Uhrenwerkstatt. So. Und dann schauen wir mal eben, ob wir das irgendwie... Mit der üblichen Arbeitskräfte. Okay, da wird sogar noch Schmuck extra produziert. Ist ein sehr, sehr geiler Typ. Ganz klein. Ein ganz großer. Ich weiß, der war schlecht. Beeinfluss Uhrenwerkstatt und Goldschmiede. Goldbarren plus 1. Okay. Ich bin erfreut, Ihnen unseren Neuzugang vorstellen zu dürfen. Beeinflusst, was ist denn das hier? Explosionswahrscheinlichkeit plus 50, so wegen Elektrizität. Anstelle von Goldbarren verarbeitet das Gebäude Messing. Genau, das war das. Ich wusste, irgendwas war da. Dann werden wir die reinsetzen, das heißt, wir brauchen die Goldschmelzen nicht in die Handelskammer reinsetzen. Nicht zwingend. Die können wir einfach bald löschen. Jetzt haben wir 6, die laufen und passt. Gut, dann werden wir jetzt gerade mal unten die Items abholen. Und zwar die beiden. Und dann können wir rein theoretisch die Bechamelbirne schon mal mitnehmen und den Freigeist auch. Und die Schreinereien, diese drei kommen in Zukunft noch. Das Buch können wir mitnehmen. Und dann werden wir jetzt einfach mal die abklappern. Und schauen, dass alles funktioniert. Die anderen Items, die ihr gerade da schon gesehen habt. Wo ist das Schiff hin? Für die Phonographen gewesen. Moment, wo sind sie hier? Den Elias Papadikas. Dekorateur der Schaufenster, der ist für die Fotografen. Die gehen wir in der nächsten Folge wahrscheinlich an. Genau wie Harkas elektrische Drechselbank wahrscheinlich. Und ein Item kommt noch dabei. Ich weiß gerade nicht mehr, welcher das war. Gucken gerade mal eben. Genau, Johann der Erfinder und Professor Ram Davy, Leiter des Stroms. Die beiden kommen auf jeden Fall dabei. Da bekommen wir nämlich ordentlich Bonis dabei bei ihm hier. Und beim Johann der Erfinder brauchen wir keine Holzfurniere mehr. Und dann braucht man nicht extra da noch mehr anbauen. Da reicht es, wenn wir Bretter nehmen. Und dann passt das auch. Schiff vom Stapel gelaufen, das ist schön.
andere Schiff ist noch nicht da. Wir können das mal eigentlich einstellen, dass es uns eine Meldung gibt. Und dann gucken wir derweil noch, was uns noch... Okay. Alles klar. Stimmt, wir haben ja auch eine höhere Geschwindigkeit. Ist ja auch logisch, dass es schneller geht. Laden wir die beiden schon mal ab. Fahr weiter. So, wo haben wir die Metzger-Geschichte? Das sind die hier. So, einen hatten wir schon. Okay. Aber jetzt haben wir schon mal zwei, die Talg bringen. Stimmt. War Blödsinn. Aber die beiden funktionieren jetzt schon mal. Jetzt gucken wir mal eben, ob wir die Route auch eingestellt hatten. Sieht aber stark danach aus, weil wir haben nur 12 Talg an Bord quasi. Sorry, Route. Hauptstadtversorgung. Wir scrollen mal ein bisschen runter. Talg. Talg, da. Gut, wir bringen Talg rüber, da wo es hingehört. Nach Hillmend. Passte also alles. Und dann kommen die Kekse auch bald wieder vernünftig an. Okay. Schiffchen, wo bist du? Da, dann können wir gleich die nächsten Sachen ausladen. Wenn wir schon mal dabei sind. Das Büchlein. Und dann haben wir auch gleich das Problem mit dem Stahl nicht mehr. Wo setzen wir das Buch rein? Wo haben wir denn mittlerweile keins? Hier hinten wäre noch Platz. Haben wir hier oben noch ein Rathaus? Ja, da bauen wir noch eins hin. So. Büchlein rein. 105.000, auch 5.000 gegeben. Ist nicht viel, aber ein bisschen. Meine Vorräte sind gut gefüllt. Rum. Ich weiß noch nicht, ob wir rum demnächst verbessern werden. Das weiß ich wirklich nicht. Müssen wir mal schauen. So, Schiff bis da. Ja. Bekoni der Freigeist. Wie gesagt, die beiden kommen jetzt oben beim Stahl rein. Und dann läuft das auch wie geschmiert hier oben. Dann gucken wir gleich mal. Wir können, oder machen es mal vorher. Weil gerade, wenn man so viele Gebäude hat, ist es immer so interessant zu sehen, was es für einen Effekt hat, die Items. Oder was die für einen Effekt haben. 98 zu 114. Jetzt gucken wir mal. Wir bauen sie mal rein. So, einmal Bekoniner Freigeist. Produktivität plus 25. Arbeitskräfte erforderlich minus 25. Und Unterhaltskosten minus 20. Das ist uns jetzt egal. Aber die Arbeitskräfte und die Produktivität schon ganz schön. Wups. Und die Bechamelbirne. Produktivität plus 60% und minus 50% Arbeitskräfte. Sehr, sehr schick. Abmarsch. Jetzt haben wir wieder 4.400 Arbeitskräfte frei. Wobei es mir da hauptsächlich erstmal eigentlich um die Produktion ging. Und schaut mal, 140. 140 pro Minute. Wir müssen natürlich jetzt aufpassen, dass wir nach wie vor auch genug Eisen produzieren. Weil logischerweise, wenn wir 140 verbrauchen, also produzieren, dann nehmen wir auch hier 140 bzw. 170 und 152 weg pro Minute. Von daher müssen wir da ein bisschen gucken in Zukunft, ob das passt. Eventuell müssen wir bei Kohle rangehen. Aber wir haben ja noch ein paar Inseln hier. Zum Beispiel hier. Wo wir auch im Prinzip eben noch dran gehen können. Und die ganzen Minen mal ausbauen können. Können die ja trotzdem, auch wenn wir hier nur Gelehrte haben. Wir können ja trotzdem hier die Minen benutzen. Eisen. So. Führen die Straße mal schön am Berg lang. Ab zum Kontor. Warte mal, aber nicht so ganz nah dran. So. Lagerhaus. Und dann werden wir einfach eine Route einstellen und möglichst viel noch von den eigenen Inseln rüberbringen. Das passt. Noch eine. Zink. Zement. So, das lassen wir. Wir müssen die Kohlegeschichte noch haben. Kleinkohle. Hier die beiden. Okay. Ich bin erfreut, Ihnen Kupfer können wir auch mitnehmen rein, theoretisch. Da fehlen uns gerade nur die Fenster für. Es mangelt an Arbeit. Ah, wie kommen wir jetzt da ordentlich rüber? Zum linken Berg. Trennt, ne? Ich glaube ja. Ich glaube, getrennt ist besser. So. Und hier dasselbe. Ups. Das wird nachher einfach quasi mit der Stadt weitergebaut. Und dann merkt man gar nicht mehr, dass das ursprünglich mal für die Minen gedacht war. Und dann sitzt das auch, ne? Okay. Brauchen wir natürlich auch eine Route direkt. Das habe ich generell neulich auch schon mal so ein bisschen nebenbei gemacht. Also hier auf diesen ganzen Inseln. Mittlerweile auch schon eine Kohle- und eine Eisenproduktion, damit wir nicht alles importieren müssen, was es angeht. Von Dirkbridge nach Hillmend. Machen wir zweimal Eisen, oder? Zweimal Eisen. Einmal Kupfer war nicht dabei jetzt gerade. Machen wir nur einmal Eisen und dreimal Kupfer jetzt. So. Abbrechen. Hauptstadtversorgung. Und die nächste Eisen-Kohle-Route. Ich wollte gerade schon Kupfer reinschreiben. So. Okay. Ist zwar auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber wir brauchen ja da oben, wie gesagt, jetzt 130 pro Minute. Und das sind jetzt gerade mal, weiß ich nicht, 10, 12? Ja, 12. Aber es bringt halt auch was, ne? Kleinvieh macht auch Mist, nehmen wir alles mit.
Von daher ist das schon in Ordnung. Jetzt gucken wir mal gerade, ob schon die ersten Tonnen angekommen sind. Das würde mich gerade mal interessieren. Leider noch nicht. Arbeiten die denn schon? Ja, sie fangen an zu arbeiten. Ach, wir haben doch gar keine Route eingestellt. Da kann ja auch gar nichts rüberkommen. Ah, sehr schlau. Wir nehmen einfach die Keksroute. Wir werden nicht... Guck mal, die fahren ja innerhalb von, weiß ich nicht, 2 Minuten hier einmal rüber, die Schiffe. Dann brauchen wir nicht 6-mal Kekse dran. Dann machen wir das so, dass wir hier 3-mal noch die Schreibmaschinen mitnehmen. Dann brauchen wir nicht schon wieder ein extra Schiff. So. Kekse. Passt auch vom Thema her sehr gut zusammen, Kekse und Schreibmaschinen. Schreib-M-Route. So. Und annehmen. Und dann haben wir auch in der nächsten Folge, wenn wir dort die Billardtische hinbekommen, die letzte Stufe schon. Dann wird es wahrscheinlich noch 3 Sachen dabei geben. Dann hat man ein ganzes Blättchen voll. Und dann ist das insgesamt, wenn man die Stadt weiter vergrößert. Wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben gerade mal 3 Blöcke hier. 3 winzige Blöcke. Und wenn man jetzt sich das vorstellt, und das werden viele von euch schon gemacht haben, die ganze Stadt so hoch zu ziehen. Ich will nicht wissen, was das kostet. Das wird unmenschlich hoch sein. Aber es ist ein sehr, sehr, sehr cooles DLC, wie ich finde. Was haltet ihr von dem DLC? Würde mich sehr interessieren, was ihr so als Vorteil seht, als Nachteil. Generell, was ja auch nicht unwichtig ist, die haben es ja extra so gemacht, dass man die Sachen, die man dafür braucht, beziehungsweise auch die Endprodukte, nicht per Speicherstadt bekommen kann. Also ob es die Schreibmaschinen, die Billardtische, ob es der Cognac ist, etc., das Ethanol, glaube ich, auch noch nicht mal. Also alles, was jetzt neu reinkam an Waren, gibt es nicht per Speicherstadt und dementsprechend ist es natürlich wieder eine ganz andere Mechanik, weil die Speicherstadt in dem Falle zumindest nutzlos ist, aber im restlichen Spiel ist ja schon sehr, sehr stark die Speicherstadt, das darf man nicht vergessen, ne? Von daher, würde mich auch mal sehr interessieren, was ihr darüber denkt. Schreibt es mal in die Kommentare und dann machen wir für heute auch erstmal einen Cut. Wie gesagt, die Schreibmaschinen kommen bald an, Billardtische machen wir morgen. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Okay, dann hoffe ich, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, das würde mich sehr, sehr freuen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntagabend. Bis zum nächsten Mal. Ciao.